Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Viertelfinal-Hinspiel hier in diesem Wettbewerb. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Die Gäste sind hier natürlich der Favorit, können den Einzug in die nächste Runde schaffen. Aber warten wir mal ab, wie sich das Hinspiel hier entwickelt. Ist natürlich immer auch ein Stadion, wo du es als Gast nicht leicht hast. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Atalanta für heute. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Was mich bei dieser Sportart mit am meisten begeistert, sind die Emotionen. Ob das ein WM-Endspiel ist oder eine Partie in der Kreisklasse. Wer das einmal miterlebt hat, der will das eigentlich immer wieder erleben. Ganz genau so ist es, Wolf. Man will das jeden Samstag haben. Das ist dieses besondere Fußballfeeling. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Duván Zapata. Der Ballverlust. Er steht gut und hat den Ball. Vielleicht die Führung jetzt. Das war gut gemacht. Der wäre fast drin gewesen. Was dürfen wir von Alejandro Gomez in der heutigen Partie erwarten? Also ist auf jeden Fall mal ein exzellenter Torjäger. Das weiß die Abwehr natürlich auch. Den kannst du allerdings nie ganz aus dem Spiel nehmen. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Ecke kommt in den 16er. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Iličić. Josip Iličić. Toller Pass. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Das gibt Einwurf. Vera Cimziti. Da erobert er den Ball. Gibt Einwurf jetzt. Da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Guter Pass. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex.
Die Ecke kommt. Ja, sie können erstmal klären. Der Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Was für ein Lauf, kommt jetzt das Abspiel. Da geht er vorbei. Chance zur Führung. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und schließt erstklassig ab. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, energischer Vorstoß. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Chance zum Konter jetzt. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Ballbesitz verloren. Das könnte gefährlich werden. Der Ball rutscht ihm über den Spann und dann ist die Chance vorbei. Einen Moment nicht richtig aufgepasst und das wird auf nassem Rasen bestraft. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Schöner Steilpass. Jetzt vielleicht. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. So, die Fans sind da, Riesenstimmung. Sie stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Die Flanke fängt er ab, sehr gut gemacht. John Bitkaram. Joel. Das könnte die Chance werden. Stark gearbeitet hier. Die ersten 45 Minuten sind vorbei und im Moment liegen sie hinten. Noch ist nichts passiert, aber klar ist, dass sie heute den Grundstein für das Rückspiel legen müssen. Insofern sollte da nach der Pause schon mehr kommen. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und damit sind sie am Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Aktion geht weiter. Da ist das Tor. Und sie haben den Ausgleich. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Er scheint nicht abspielen zu wollen, läuft weiter mit dem Ball. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer... Da passt der Torhüter auf. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Die Ecke kommt. Stark gehalten. Der Kopfball ist nicht drin. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es geht mit Abschluss weiter. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Palomino. Super dazwischen gegangen. Super Pass jetzt. Gute Aktion. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Luis Muriel. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Da wäre Platz für den Konter. Abwehr muss aufpassen. Remer Freuler! Pfosten, aber es geht weiter. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Geht jetzt in die Mitte. Etwas zu hart, etwas zu weit. Der Ball ist wohl weg. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Gomez! Der Ball geht an die Latte. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Alu-Treffer, diese schöne Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Es fehlen Zentimeter. Könnte die Führung werden. Gut gehalten hier und damit weiter unentschieden. Ja, da passt er gut auf. Der Spielausgang damit nach wie vor völlig offen. Jetzt kommt die Ecke.
Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Der Ballverlust. Kurz vor Ende nochmal der Angriff, weiter unentschieden. Da ist die Flanke ins Zentrum. Iličić. Sieht nicht ungefährlich aus, jetzt vielleicht der Konter. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Alejandro Gomez. Ja, das sieht gut aus. Da kommt die Flanke. Chance lebt noch. Schuss kommt nicht durch. Könnte sein, dass der Spieler, der da am Boden liegt, sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Ecke kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schlusspfiff in diesem heutigen Hinspiel. Wir haben keinen Sieger, wir haben ein Remis. Und so richtig weiß hier noch keiner, Wolf, wie er dieses Ergebnis einschätzen soll. Ich glaube, die sind einfach auf Augenhöhe. Verspricht ein tolles Rückspiel. Da müssen beide dann nochmal Vollgas geben und alles in die Waagschale werfen. Wie hat dir die Leistung von Alejandro Gomez heute gefallen? Ganz wichtiger Mann heute bei diesem Remis. Das Ausgleichstor hat er ja erzielt. Und mit etwas Glück wäre es ein Doppelpack geworden. Aber er hatte Aluminium.